Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König sorgt für Ordnung. Teilweise sind es noch alte Themen, aber er räumt auf. Die Königin spürt auch die Veränderungen und sie hat die volle Vertrauen. Sie freut sich sogar, dass etwas Neues kommt und tatsächlich ist eine Überraschung zum Erwarten. Eine angenehme Überraschung. Der hübsche Prinz hat Kraft und Mut. Es ist einiges in Bewegung. Er kann was bewirken, er kann sich auch ganz gut durchsetzen. Nicht nur das, sondern er macht viel Sport und plant eine Reise. Er möchte mit seiner schönen Prinzessin treffen. Und das spürt sie auch. Sie hat auch ein ganz gutes Gefühl dabei. Es nähert sich etwas in die Liebe, Partnerschaft. Aber es gibt auch Unangenehmigkeiten in diesem Königreich. Ja, eine unangenehme Nachricht. Und es gibt einige, die lügen und machen Intrigen und täuschen und vortäuschen anderen. Ja, sie versuchen blenden. Das kann auch passieren, aber das ist so ungerecht. Und das weiß der König ganz genau und möchte das gerne auch klären. Aber das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dazu ist die Spannung zu groß. Er bewahrt lieber seine Ruhe. Er ist geduldig. Und er wird das später noch in Ordnung bringen. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne und Saturn bilden sich ein Trigon. Es ist eine angenehme, schöne Verbindung. Der König bringt etwas in Ordnung. Saturn ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Oder kommen Themen noch von Vergangenheit, aber das wird geklärt. Mond bildet sich ein Trigon zum Uranus. Es sind Überraschungen oder Veränderungen. Es ist schön und angenehm und so fühlt sich das auch an. Die Königin freut sich auch. Mars bildet sich ein Trigon zum Mond und das heißt, der hübsche Prinz ist mutig, zeigt Kraft, setzt einiges in Bewegung. Merkur nähert sich zu Venus und das ist eine Liebesnachricht und das, was die schöne Prinzessin auch spürt. Aber es gibt auch Unangenehmigkeiten. Merkur bildet sich ein Quadrat zum einrückläufigen Neptun. Das sind Täuschungen, Enttäuschungen. Und Lügen und Intrigen. Sonne bildet sich ein Quadrat zum Jupiter. Und das bedeutet, das sind die Ungerechtigkeiten. Aber solange bis hier noch ein Quadrat besteht zwischen Sonne und Jupiter, ist nicht einfach das zum Klären. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der König muss noch geduldig sein, bis die Wahrheit ins Licht kommt. Und das war die Quelle zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.